Leute, zockt mehr Computerspiele. Das ist das Resümee unseres heutigen Videos. Immer mal wieder heißt es ja, dass Computerspiele dumm machen. Aber jetzt gibt es den endgültigen Gegenbeweis. Und zwar direkt aus der Wissenschaft. Ein Experiment hat nämlich gezeigt, dass man durch regelmäßiges Computerspielen Vorteile beim Lernen hat. Und das zeigt sich auch im Gehirn. Wie das Experiment genau ablief und warum diese Ergebnisse auch für die ältere Generation durchaus spannend sein könnten, jetzt in Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Ja, schon früher mal haben ja Untersuchungen gezeigt, Computerspiele können positive Effekte haben. Die Reaktionszeit kann durch regelmäßiges Zocken verkürzt werden und zudem können Gamer durch das Spielen ihr Arbeitsgedächtnis stärken. Ein Forschungsteam aus Bochum hat uns jetzt einen weiteren Grund geliefert, weiterhin regelmäßig Zeit mit der Spielekonsole zu verbringen. Die 34 Probanden ihres Experiments unterteilten sich in zwei Gruppen. 17 von ihnen hatten angegeben, wöchentlich mehr als 15 Stunden Videospiele zu zocken. Die anderen 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer machten das dagegen eher selten. In dem Experiment aus Bochum hatten die Probanden die Aufgabe, den sogenannten Wettervorhersagetest zu machen. Dabei handelt es sich um einen etablierten Test, der das Lernen von Wahrscheinlichkeiten abfragt. Dabei werden Kombinationen aus drei Spielkarten angezeigt, wobei sie mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten für Regen und Sonnenschein verknüpft sind. Die Probanden kennen die erstmal nicht. Sie schätzen die Wahrscheinlichkeit der Symbolkombinationen ein und bekommen dann die Antwort, ob ihre Einschätzung eben korrekt war oder nicht. Mit der Zeit werden sie durch dieses Feedback also in die Lage versetzt zu verstehen, welche Kombinationen was bedeuten. Sie lernen also, welche Kartenkombinationen für welche Wettervorhersage stehen. Am Ende des Experiments füllten alle Probanden dann noch einen Fragebogen aus, in dem das Wissen über die Spielkarten und ihre Bedeutung zusätzlich noch einmal abgefragt wurde. Und ihr könnt es euch sicher denken, die Gamer waren signifikant besser darin, die Spielkarten korrekt mit den Wetterwahrscheinlichkeiten zu verknüpfen. Deutlich besser als die Kontrollgruppe schnitten sie vor allem bei Spielkombinationen mit hoher Unsicherheit ab. Also wenn die Kombination der Spielkarten zu 60% Sonne und zu 40% Regen vorhersagte zum Beispiel. Auch das Ergebnis der Fragebögen überzeugte das Forschungsteam von dem guten Abschneiden der Gamer im Vergleich zur Kontrollgruppe. Denn hier wurde deutlich, dass diejenigen, die häufig zocken, die Bedeutung der Karten besser durchschauen als die anderen. Sabrina Schenk, eine der beteiligten Wissenschaftlerinnen, sagt dazu: Unsere Studie zeigt, dass Videospieler besser darin sind, Situationen schnell zu erfassen, neues Wissen zu generieren und Wissen zu kategorisieren. Ja, und für dieses Ergebnis liefern sie auch gleich eine Erklärung mit. Ihrer Ansicht nach stimulieren Computerspiele bestimmte Hirnregionen. Zocken ist also Training für das Gehirn. Das legt auch eine Magnetresonanztomographie nahe, die gemacht wurde im Rahmen dieses Experiments. Im Gehirn der Gamer war der Hippocampus während des Lernprozesses deutlich aktiver als bei der Kontrollgruppe. Und genau diese Hirnregion spielt eine entscheidende Rolle beim Lernen und für Gedächtnisleistung. Und dieses Ergebnis ist nicht nur für die Gamer unter uns eine super Nachricht, auch ältere Generationen könnten von den positiven Effekten des Videospiels profitieren. Denn im Hippocampus finden im Alter Veränderungen statt, die Leistung des Gedächtnisses nimmt ab. Das könnte wiederum mit Videospielen therapiert werden. Ja, wie immer halte ich euch zu diesem Thema und zu allen anderen auf dem Laufenden. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den auf die Glocke. Ja, hier geht es weiter mit Gaming ist gesund. Na, das ist nämlich auch noch spannendes Video. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.